Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist und wurde mal wieder Zeit und ihr könnt es von mir natürlich, wie ihr es getan habt, erwarten. Es gibt wieder geile Mehrwerte. Denn heute mache ich den Test. Teuer gegen günstig. Veganismus ist ja teuer, sagen alle Menschen da draußen. Stimmt natürlich nicht. Zeige ich in diesem Video, beziehungsweise ich zeige es eigentlich nicht. Was ich euch zeige ist, ich kriege mit verbundenen Augen hier zwei Sachen hingestellt. Die günstigere Variante eines Produkts und die teure. Das Original, wie man vielleicht sagen möchte. Wobei, das macht vielleicht keinen Sinn. Aber ihr werdet im Video herausfinden, was ich damit meine. Es ist richtig cool, weil wir können herausfinden, ob teurer gleich besser ist. Seid gespannt. Ich bin es und ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins erste Produkt. Let's go! Zwei Sachen. Sache Nummer eins, ich habe ein paar Produkte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schon gesehen, deswegen mache ich das Ganze mit dieser wunderschönen Augenbinde, damit es halt wissenschaftlich ist. Dann habe ich neben mir meine kleine Tochter liegen, also liegen, sitzen in einem Stuhl. Und jetzt müsste ich, also sie sitzt dort, wie sagt man das, gefesselt in einem Stuhl? Das heißt, falls ihr Geräusche hört, das ist nicht mein Bauch, es ist meine Tochter. In der ersten Kategorie treten an Ristorante von Wagners. Wagner, das habe ich früher als Kind immer gegessen. Ach so, Dr. Oetker. Habe ich als Kind immer gegessen damals, glaube ich. Als Kind. Als war mein, wie nennt man das nochmal, wenn man zufüttert? Bei Fuß. Als ich studiert habe, habe ich das oft gegessen. Und dann im Vergleich das Pendant Salami-Pizza von Vemondo. Und ich werde mir jetzt die Augen verbinden und wir probieren es dann. Let's go. Runde 1, der Pizza-Test. Sind die schon geschnitten, die Stückchen? Ja. So, ich habe hier das erste Produkt. Ich gehe jetzt nicht optisch, weil optisch verrät einfach zu viel. Es riecht einfach nach Salami-Pizza. Warte mal, ich muss mal die andere dafür riechen. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach blöd aussieht, was ich hier mache. Die riecht anders. Die riecht ein bisschen salamiger. Oh ja. Mmh, wow. Der würzpätige. Finde ich sehr gut. Mmh. Süß wie tomatiger. Würziger. Also ich sag schon mal, das ist das Restaurant, das weiß ich. Warum? Ich kenn einfach die Konsistenz von den Dingen. Das ist Vemondo. Käse. Schmeckt hier auf jeden Fall anders. Salami, relativ gleich. Restaurante. Ich würde beide wegnaschen. Ne? Ich lose mal kurz auf, weil ich weiß einfach, welche Pizza welche ist. Weil ich bin einfach ein Genossier bei Fertigprodukten. Das hier ist Dr. oder? Ja. Also, ich mach's kurz und knapp. Mir persönlich gefällt die hier besser. Die von Vemondo. Weil ich, keine Ahnung, ich finde, die schmeckt ein bisschen fruchtiger. Die schmeckt ein bisschen würziger. Theoretisch würde ich sagen, es ist eigentlich ein Unentschieden, muss man einfach sagen. Ich weiß nicht, darf ich das sagen? Unentschieden, gibt's das? Mhm. Okay, darf es nicht geben. Nein, würdest du kaufen. Welche würde ich kaufen? Mhm. Der Käse auf der Restaurante ist nicht so aufdringlich. Das macht die Pizza so ein bisschen, sag ich mal, unspektakulärer als die Pizza hier. Die hat einen geileren Nachgeschmack. Also ich persönlich würde sagen, ist jetzt hier vertauscht. Der schmeckt richtig gut nach Kräuter. Nach Kräuter. Mhm. Vemondo schmeckt richtig gut nach Kräuter, habe ich euch gerade. Ich persönlich sage, komm, ich entscheide mich für die Vemondo. Was kosten die, weißt du das? Restaurante besser. Jetzt findest du die doch besser, die Restaurante? Habe ich gesagt. Ich dachte, du findest die hier würziger. Es hat mehr Gewürze, aber ich finde, es schmeckt besser, die Restaurante. Okay. Dann haben wir hier einmal Madame, Restaurante, ich Vemondo. So, haben wir, ist für alle was dabei. Machen wir einfach jede Runde so. Nächste Kategorie ist veganer Käse. Simply wie gegen das Pendant, die Genießerscheiben von Vemondo. Ja, ich war jetzt halt im Lidl einkaufen, Leute. Deswegen ist es hier wieder ein Lidl-Produkt. Aber es kommen auch noch, glaube ich, andere Produkte, die ein bisschen günstiger sind. Wurde mir gesagt. Herzlich willkommen zur Runde 2. Veganer Käse. So, ich rieche hier schon intensiv irgendeinen Käse von den beiden. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe mich vergessen, ob es der Milde war von Simply V. Den kenne ich sehr gut. Die Genießerscheiben. Tatsächlich kenne ich natürlich auch. Ich fange an mit diesem Käse. Das hier ist Konsistenz A, Konsistenz B. Und ich sage euch direkt aus dem Stegreif, keine Ahnung, welche ist gerade. Boah, die riecht sehr intensiv. Halleluja, was ist das? Oh, ich bin ja nicht so der Käsegeruchsmensch. Nee. Riech mal und sag mir, was du denkst. Dann weißt du, glaube ich, was ich meine. Oh, 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 oh. Ei. Eieiei, das riecht sehr intensiv. Aber ist das Käsegeruch oder was würdest du sagen, ist das? Und das hingegen riecht nach gar nichts. Sag mal, dann, ne? Es riecht cremig. Nach Creme riecht das oder was? Ja. Okay, ich beiß einfach mal rein.
und versuche jetzt über den Geruch hinweg zu riechen. Sehr mild, ultra mild. Nee. Ja, doch. Also ich weiß, dass das Simply V ist, weil ich kenne Simply V wie meine Westentasche. Das hier ist der von Vimondo. Pass auf, ich nehme mal kurz die Brille ab, weil das ist hundertprozentig so. Also ich habe eine Meinung. Ich möchte, dass du mal kurz probierst und mir deine Meinung sagst. Ich mach's. Zugeben, ich mag Simply V am besten. Ich persönlich kaufe auch wirklich, wenn ich mir auf dem Brot mal so ein Stückchen mache, dann tatsächlich auch den Simply V. Der ist auch nicht schlecht, aber der mit dem Geruch, der hat einen sehr käsigen Geschmack. Würde ich Gewinner Simply V. Aber damit ist, glaube ich, alles gesagt, oder? Ja. Weiter geht es mit der Kategorie Nuggets. Wir haben hier einmal welche von Like Meat. Ich weiß gar nicht, ob ich die je gegessen habe. Ich liebe Nuggets, bin ein Nuggets-Nerd. Und Vimondo. Doch wieder Vimondo, wa? Vimondo vegane Nuggets. Ich weiß nicht, keine Ahnung, aber die kann man bestimmt optisch unterscheiden, so wie die aussehen. Deswegen, Brille on. Weiter geht es mit veganen Nuggets. Richtig geil. Nuggets? Nee. Mm. Oh, die riechen gut. Mm, wow. Mm. Oh. Mm. Jetzt die anderen. Oh, die sind beide bombastisch, Mann. Halleluja. Ich kann euch gar nicht entscheiden. Also ich finde die Konsistenz von Like Meat. Wer sind denn die von Like Meat? Ah, hier. Das ist Like Meat. Das ist Vimondo. Also, was kann ich echt nicht sagen. Ich finde, ungelungen. Ja, oder? Die haben nicht diesen Nachgeschmack nach Chicken, die ich eigentlich nicht mag. Stimmt, die haben ein bisschen mehr diesen Chicken-Geschmack. Ich glaube sogar, dass die näher drankommen an so normale Chicken-Nuggets, oder? Aber die schmecken, finde ich, besser, weil die nicht diesen komischen Chicken-Geschmack haben. Wir haben letztens ja auch diese Produkte hier gegessen. Das waren auch so ein Chicken-Imitat. Das hat einfach nur nach Chicken geschmeckt. Nach wirklich Chicken. Also ich mag den Geschmack gar nicht von Chicken. Also ich persönlich sage ganz ehrlich, die finde ich besser. Aber welche du mir auf den Tisch legst, spielt eigentlich keine Rolle. Wobei, wenn man dann wieder den Preis considert, dann muss man sagen, ganz klar, wieder ein schönes Signal auf jeden Fall. Günstig und lecker. Espresso war für Milch. Leute, wir haben hier Milch, also Hafermilch, Haferdrink, aber Barista. Jetzt habe ich die Augen nicht verbunden, weil das wird hier sonst zu... Ich finde es auch spannend, einfach zu sehen, wie die schauen. Darum geht es ja auch zum großen Teil. Und muss ehrlich sagen, ich trinke privat, wenn ich einen Kaffee trinke, einen Cappuccino, Latte Machenko, Cochado oder was man da alles trinkt. Das ist bei mir mit Oatly. Milch trinke ich auch super gerne. Deswegen, aber ich kenne die Konsistenz. Ich kenne meine Pappenheimer. Das sehe ich an der Density vom Schaum. Ja, das ist für mich eine ganz klare Hausnummer. Jetzt geht es aber um Geschmack natürlich auch. Jetzt stelle ich mir vor, es ist hier irgendwie 29 Uhr abends. Ich trinke jetzt hier nicht noch einen Cappuccino. Dann machen wir einen Koffeiniert schon recht nicht. Deswegen mache ich jetzt so. Ich fange an. Oatly, 1 Milliarde %. Vimondo, ey krass, also Folgendes kann ich euch sagen. Die Oatly Barista ist nicht so süß wie die hier von Lidl. Ganz klare Kiste. Das ist der einzige Unterschied, den ich rausschmecke, sag ich dir ganz ehrlich. Da muss gar kein zweiter Test erfolgen, weil ich kann dir schon jetzt sagen, wenn es um Kaffee und so geht, kenne ich mich aus. Du hast jetzt gerade getrunken, die Oatly, aber jetzt schmeckst du erst ein bisschen eine Süße. Ja. Die hast du bei der Oatly nicht. Richtig gut, die Vimondo. Ja, das ist absolut korrekt. Wow. Die ist wirklich bombastisch, wenn man es ein bisschen süßer mag. Und es ist nicht so heavy wie die Oatly. Wieso heavy? Ich habe das Gefühl, die Oatly ist manchmal ein bisschen heavy, so ein bisschen. Ich trinke ja, also ehrlich gesagt, das wäre jetzt völlig gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme auf einmal jetzt die hier, weil ich immer Oatly mein Leben lang getrunken habe. Und wenn ich mir. Was? Für den Preis ist die andere echt super. Ja, die ist wirklich super stabil. Also ich muss echt sagen, das ist vielleicht ein Tipp für alle Kaffeekonnoisseurinnen da draußen. Es ist ja so, Kaffee ist Leben, kann man so sagen. Und da ist ja so wichtig, dass man den Kaffee, wie man auch sagen darf, rausschmeckt. Das heißt, wenn man zu aufdringliche Milch hat, ist es schwierig. Was ich machen werde, und das meine ich wirklich ernst, ich werde anfangen, mal einen Kaffee, einen Cappuccino damit zu probieren, weil ich wirklich sehr überrascht bin, muss aber sagen, das hier ist seit 7 Jahren, nein, seitdem es sie gibt, meine To-Go-Milch gewesen. Und das ist mein Resümee.
Das heißt also, wie soll ich das denn jetzt beurteilen? Welche würde ich kaufen? Wie gesagt, ich würde einfach beide kaufen. Ich bin sehr, sehr erstaunlich, wie gut das schmeckt, die Barista von mir. Du bist sehr erstaunt? Lecker Aufstrich auf vulgarer Basis. Weiter geht es mit Aufstrichen. Wir haben einmal, sehr spannend, einen Aufstrich der Firma Oatly, also quasi das gleiche Duell, was wir gerade hatten, und ein günstigeres Pendant von Lidl. Aufstrich Gartenkräuter gegen Aufstrich Gartenkräuter. Hier muss ich sagen, spannend, weil das heißt einfach gleich. Gehen wir rein in die Materie. Also, wir haben vor mir, dadurch, dass ich kein Brot nehme, was für fetching Geschmack. Jedes Brot hat einen geilen Geschmack. Ich liebe Brot. Deswegen habe ich, wie es für einen Veganer typisch ist, Carrot Sticks gebaut. Beziehungsweise wurden sie mir gebaut. Und so kann ich genau schmecken, wo hier die geschmacklichen Nuancen sich unterscheiden. Ich habe nur Karotte geschmeckt. Mir wurde ein Löffel gereicht. Das schmeckt nach Gartenkräuter. Sehr gut. Stimmig, rund. Ist umschließt. Sehr gut. Es wird umschlossen von einer, von einer Fettschicht, die ich mag. Ist drin? Ist er drin? Deutlich cremiger, die Angelegenheit. Ich schmecke den Dill raus. Ich liebe Dill. Deutlich cremiger. Also, erstens Bauchgefühl bei Essen super wichtig. Das ist es. Das ist es. Das ist mir zu fest. Oatly? Das ist, glaube ich, Oatly und das ist Raimondo. Weil das hat irgendwie, das schmeckt wirklich gut. Also, beide schmecken gut, ne? Welches habe ich jetzt gesagt? Welches ist besser? Hatte ich darauf geklickt oder da? Der hier. Probier mal bitte. Du wirst 100% sofort wissen, was ich meine. Nee, was sagst du? Ich mag lieber Oatly. Es ist ein bisschen dicker, die Konsistenz. Weiß ich, das meine ich ja. Und diese cremig. Cremiger, aber der schmeckt richtig dillig. Für alle Leute, die Dill mögen, und ich bin eine Dillmaus, oder wie man mich früher in der Schule genannt hat, Dill-Dobermann. Ich mag die hier am liebsten. Ne? Also, und du magst die von Oatly lieber? Ja, gut. Nee, den Geschmack finde ich besser den anderen, den Raimondo, aber ich finde die Konsistenz von Oatly besser. Achso, ja, das ist, ich mag die lieber. Ja, gut. Hier habt ihr die Einschätzung von mir gehabt. Mortadella ist toll, aber nur in vegan. Es geht in eine neue Runde. Und zwar haben wir hier Schinkenspicker Mortadella von der Rügenwalder Mühle und den veganen Aufschnitt Mortadella Art von Raimondo. Welcher siegt und welcher nicht? Die Augen verschlossen. Ah. Es riecht nach Mortadella, das kann ich dir sowas von sagen. Also wenn das kein Mensch würde erkennen, dass es ein Unterschied ist. So, und wir gehen zuerst in den Turbinentest. Ah, dickere Scheibe, dünnere Scheibe. Verstehe ich. Jetzt denken die, man denkt so, was mache ich hier? Aber ich gucke, wie lange die Mortadella an den Fingern klebt, wenn sie sie berührt hat. Ich lasse das mal sehen. Also egal. Stabil. Hauchzart. Konsistenzgewinne. Bisschen dicker, daher die Konsistenz auch anders. Schmeckt feiner hier. Sag ich dir. Ist mit Sicherheit Rügenwalder Mühle. Wenn nicht, ich schwöre, bin ich super überrascht. Aber das müsste ich wissen. Ja? Weil ich die Schinkenspicker von der Rügenwalder Mühle schon mal gegessen habe. Ja, okay. Ich kann das erkennen. Nee, die ist auch gut. Aber wie gesagt, die ist ein bisschen feiner als die. Und ich kenne die, weil, weißt du, was ich von denen immer esse? Die mit, die Lyoner mit, Gemüse, Grillgemüse. Lecker Eis, das mag ich. Last but not least, eigentlich mein persönliches Highlight. Es treten an Magnum Mandel, liebe ich abgöttisch, gegen das Pendant von Raimondo. Geschmacklich seht ihr jetzt bei mir. Okay, ich werde sie nicht berühren, also nur am Stiel.
Und jetzt geht's rein ins Eingemachte. Ich bin so aufgeregt. Schokoladiger riecht diese hier? Nee, stimmt nicht. Magnum, sage ich. Boah, ist das crunchy hier. Was ist das denn? Magnum? Hä? Du hast mir zweimal Magnum gegeben, oder? Süße? Es könnte auch sein, dass die Eigenmarken von Magnum auch selbst produziert werden und die einfach gleich schmecken. Ich glaube, der hat mehr Zucker hier. Dieses Ding hier hat mehr Zucker. Das schmeckt man. Das schmeckt natürlich dann gut. Mhm. Deswegen würde ich sagen, das ist der Mondo. Die Schokolade ist sehr rund. Nee. Ach fuck, ich weiß nicht. Komm. Also ich sag so. Vimondo, Magnum. Aber ehrlich gesagt, es kann auch anders sein. Hier muss man sagen, merke ich gar keinen Unterschied. Ich weiß es immer noch nicht. Ich sehe es nicht mal, wenn ich sehe, weiß ich, was jetzt. Wo ist Magnum in der Hand? Oh, wow, wo ist Magnum in der Hand? Ich dachte, das ist Magnum? Mhm. Hä? Das ist das von. Das hat sich rechts in der Hand? Mhm. Ungelogen, schmeckst. Also hättest du das sagen können? Kein Mensch kann das sagen. Und in diesem Sinne möchte ich ganz kurz sagen, ich habe hier ein kleines Testvideo gemacht. Das wollte ich euch mal so zeigen. Sehr überraschende Ergebnisse, finde ich persönlich. Also für mich ist es auch cool, das mal so zu machen. Wie hat es euch gefallen? Wenn du geile vegane Produkte haben willst, kannst du auch im Discounter gehen. Das ist mein Fazit. Ganz klar. Wir wollen auch nicht zu viel hier loben, sondern wir wollen euch einfach nur zeigen, wie es da draußen aussieht. Und ich finde es gut, dass wir es gemacht haben und freue mich auf eure Meinung. Wir nachschauen jetzt hier weiter. Während wir uns ganz gesund ernähren wollen für unser Kind. Weiter alle Fertigprodukte für euch. Kein Thema. Alles, was ich davon haben möchte, ist ein Like und einen Daumen nach oben und ein Abo und Kommentar und Geschenke, die ihr mir zu mir nach Hause schickt. Die Adresse steht unten im Impressum. Haut rein, ihr Lieben. Macht das nicht. Bitte schickt mir nicht. Ganz liebe Grüße. Kind muss ins Bett. So ist es.